Diese Bilder vom 27. März 1993 gehen um die Welt. 200 Kilogramm Sprengstoff legen die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Schutt und Asche. Es ist der letzte große Anschlag der RAF. Karl-Heinz Keller wird den Tag nie vergessen. Nur einen Tag vor dem Anschlag haben die Attentäter sich auf seinem Gnadenhof direkt neben dem Gefängnis umgesehen und Fragen gestellt. Ein bisschen neugierig, ob wir hier wohnen würden, was hier für Leute wären oder was wir hier machen würden, allgemein mit den Tieren, was hier wäre. So haben die mich gefragt. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Also, man gibt immer neugierige Leute. Und da haben wir auch so ein bisschen unterhalten. Waren eigentlich ganz freundlich. Es waren ganz nette Leute. Da hat keiner gedacht, dass das Terroristen sind. Nie im Leben. Mindestens drei Männer und eine Frau klettern in der Nacht mit einer Strickleiter über die 6 Meter hohe Außenmauer. Sie sind maskiert und mit Maschinenpistolen bewaffnet. In diesem grünen Kleinbus transportieren sie den Sprengstoff. Derselbe Wagen, mit dem sie einen Tag zuvor bei Karl-Heinz Keller auftauchen. Zwei der Täter kann er später identifizieren. Das ist ein LT-Bus gewesen, den werde ich nie vergessen mit den Leitern. Gell? Und ich dachte, wie gesagt, das ist eine Fensterbaufirma. Ja, sowas, Fensterputzer, Fensterbaufirma, die hatten auch Blaumänner an. Knastsprengung in Kürze, Lebensgefahr, sofort wegrennen. Ein Warnschild, das die RAF-Terroristen in der Nähe platzieren. Um 5.12 Uhr nachts explodieren schließlich mehrere Sprengladungen. Viele Weiterstädter haben es mitbekommen, die haben ja gedacht, es wäre ein Erdbeben. Oder irgendwas passiert, aber keiner war auf die Idee gekommen, dass das Gefängnis gesprengt worden ist. Und das kam mir dann auch später raus. Gell? Dann Hubschrauber und was da alles los war. Der ganze Tag war dann nur hier Großpolizeiaktion. Gell? 5 Tage bevor die ersten Häftlinge das nagelneue Gefängnis beziehen sollten, wird es zur Ruine. Birgit Kannegießer denkt jedes Jahr an diesen Tag zurück. Als Wirtschaftsleiterin sollte sie 2 Tage später im Verwaltungstrakt arbeiten, erzählt sie uns heute. Wir waren alle total schockiert. Das war unser Arbeitsplatz. Wir sollten da demnächst arbeiten. Wir hatten damals 200 Auszubildende, die dafür ausgebildet wurden, dort Dienst zu leisten. Und plötzlich, ja, wusste niemand mehr, ja, wo werde ich demnächst arbeiten. Eigentlich untypisch für die RAF, das Wachpersonal wird von den Angreifern vor der Explosion in Sicherheit gebracht. In dem grünen Lieferwagen werden sie gefesselt und an einer Deponie 600 Meter weiter abgestellt. Da plötzlich nachts aus dem Bett geholt zu werden, bedroht zu werden, gefesselt zu werden und dann aus der Anstalt gebracht zu werden, morgens früh erst bemerkt zu werden, also mindestens zwei Stunden später, das war also ein Erleben, das werden die mit ganzer Sicherheit nie vergessen. Einer der Täter, Wolfgang Grams, wird 3 Monate später bei seiner Verhaftung erschossen. Seine Freundin, Birgit Hogefeld, wurde wegen weiterer Straftaten verurteilt. 3 Täter sind bis heute auf der Flucht, auch 25 Jahre nach dem Attentat. 4 Jahre nach der Sprengung wird die JVA Weiterstadt schließlich eröffnet. Die RAF löst sich auf, nachdem sie es nicht geschafft hat, ihre fragwürdige Revolution herbeizubomben.